Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Q&A. Ich habe mir hier eine schöne Davidoff Signature angezündet und freue mich auf eure Fragen. Lasst uns ein Abo da und gerne ein paar Kommentare und einen Daumen hoch. Positionierung bei Tattoos ist sehr, sehr wichtig und wir müssen die Anatomie beachten. Wir wollen natürlich nicht den Körper des Kunden oder der Kundin irgendwie schlecht betonen und irgendwie dafür sorgen, dass die Form schlechter aussieht, sondern wir wollen die jeweiligen Vorzüge des Körpers noch weiter hervorheben. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, gerade zum Beispiel anhand des Beispiels bei einem Porträt. Wenn wir ein Porträt auf einem Oberarm platzieren, ist es sehr wichtig, dass wir das Porträt nicht zu groß ausdrucken. Wenn das nämlich passiert, dann verschieben sich die Augen so weit nach außen, dass die Biegung des Arms dafür sorgt, dass die Augen von dem Porträt, was wir tätowieren, dass die so ein bisschen verrutschen. So kriegt das Gesicht, was wir tätowieren, schnell so einen kleinen Silberblick. Genau das kann auch passieren zum Beispiel bei einem Gesicht auf dem Schienbein, wo der Knochen so ein bisschen reingeht und dann der Wadenmuskel kommt, wodurch das Gesicht ein bisschen nach innen geknickt aussieht. Also um diese ganzen Probleme zu vermeiden, müssen wir immer das Porträt relativ, also klein ist falsch zu sagen, aber wir dürfen es nicht zu groß machen. Nicht so, dass das Porträt durch die Wölbung des entsprechenden Körperteils beeinträchtigt wird. Das kann auch schnell mal passieren bei einer Schulter zum Beispiel. Es kann auch bei einer Pobacke passieren. Also eigentlich an jeder Körperstelle kann das passieren, weil jede Körperstelle irgendwann abknickt zu einer anderen. Und deswegen dürfen wir das Porträt nie zu groß positionieren. Und wenn man darauf achtet, hat man schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Bei anderen Arten von Tattoos, wie zum Beispiel Schriftzügen oder irgendwelchen anderen Bildern, gibt es natürlich viele weitere Punkte zu beachten. Zum Beispiel, wenn wir Gebäude tätowieren, die schnurstracks gerade stehen müssen. Wenn wir die beispielsweise über eine Brust setzen oder über eine Schulter und die Gebäude sehr hoch ziehen, dann knicken sie natürlich hier ab. Dadurch sehen die Gebäude nie gerade aus. Deswegen dürfen wir die auch nicht zu hoch machen, wenn der Körper sich wölbt. Bei Schriften genauso. Also ihr seht, die Wölbung des Körpers muss man beachten und man muss darauf achten, dass Sachen, die gerade sein müssen, natürlich dadurch nicht verbogen werden. Das ist wichtig bei Positionierung. Typische Fehler, die Tätowierer machen in ihrem Stil, sind zum Beispiel, dass sie ungeduldig werden beim Schattiervorgang und die Farbe nicht richtig reinbekommen. Was manchmal passiert, passiert mir auch. Manchmal geht die Farbe nicht gut rein, weil die Haut die Farbe nicht gut aufnimmt. Wenn man dann ungeduldig wird und immer schneller versucht zu schattieren oder doller reinzustechen, damit man Farbe reinkriegt, dann wird das Ergebnis nicht gut. Die Schattierungen werden kratzig, die Schattierungen werden ungleichmäßig und das Gesamtbild sieht schrecklich aus. Das ist dann einfach nur ein Schlachtfeld. Deswegen ist es wichtig, gerade im Realistic-Style-Bereich, dass man bei der Arbeit seine Geduld behält. Man muss die Kontenance behalten. Ich weiß, es ist schwer, weil man hat eine große Verantwortung. Der Kunde hat Schmerzen. Vielleicht ist drumherum irgendwas Stressiges, jemand ruft an oder irgendwas passiert, jemand klingelt. Das sind alles so Sachen, die einen schnell aus der Geduld und aus der Ruhe bringen können und darunter leidet das Ergebnis. Deswegen ist ein typischer Anfängerfehler mangelnde Geduld bzw. Hektik, Ungeduld. Ja, darauf muss man schon achten. Lieblingsmotive von mir und Sachen, die ich besonders gerne steche, sind und waren auch schon immer Gesichter. Was heißt, war es schon immer? Zu Anfang meiner Karriere konnte ich natürlich keine Gesichter stechen, also Porträts. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Porträts sind auch immer noch die Königsdisziplin im Tätowieren. Also richtige fotorealistische Porträts, das ist echt schwer. Das wollte ich immer gerne können. Ich habe angefangen mit Schriften. Das lag mir einfach, weil ich bin Graffiti-Sprayer und daher komme ich. Aber ich hatte immer dieses Ziel vor Augen, Porträts stechen zu können. Und auch daran feile ich natürlich immer noch. Es gibt viele Künstler, die das viel, viel besser machen als ich. Vor allem international. Und da möchte ich aber auch hinkommen. Ich arbeite immer noch daran und möchte meine Porträttechnik natürlich perfektionieren. Also, um zur Frage zurückzukommen, ich steche sehr, sehr gerne Gesichter und Porträts, weil es einfach schwer ist und weil es ästhetisch aussieht. Und es sieht einfach krass aus, wenn man auf einen Körper von jemandem guckt und da gucken einen Augen an. Ein Gesicht guckt einen an. Porträts auf Haut sieht einfach krass aus, meiner Meinung nach. Abgesehen davon natürlich, ewige Nummer 1 sind für mich auch immer Schriften. Egal ob geschwungene Schriften, zerbrochene Schriften, große Buchstaben im Negativ, Blockschriften, dreidimensionale Schriften, kleine feine Schriftzüge, ich mag alles, was mit Schrift zu tun hat. Und wenn wir das beides kombinieren, Porträt und Schrift, Gesicht und Schrift, in welcher Form auch immer, dann finde ich,
ist es immer eine schöne klassische Kombination. Oh, mein eigenes erstes Tattoo, das war leider ein absoluter Reinfall. Ich habe das bekommen von einem Freund zu Hause damals, der auch gerade erst da frisch angefangen hatte zu tätowieren. Und wir haben das bei ihm in seinem Kinderzimmer quasi gestochen. Und da waren wir sehr, sehr jung und sehr chaotisch und wir wussten einfach nicht, dass man Handschuhe tragen muss. Also haben wir das einfach ohne Handschuhe gemacht. Und der hat dann mit seinen ungewaschenen Händen ohne Handschuhe immer wieder in das Tattoo mit der Vaseline reingerieben und das mit einem Tuch abgewischt, hat alles geblutet. Und ihr könnt euch ja dann vorstellen, was passiert ist. Ich habe natürlich eine brutale Entzündung gehabt. Das war hier unten bei mir am unteren Bein. Drei Buchstaben, der Name von meiner Graffiti-Crew, die ich gegründet habe damals. Und das Tattoo habe ich auch immer noch. Die Entzündung war übel, ich konnte tagelang nicht laufen. Aber im Endeffekt ist es jetzt halb so wild und mittlerweile ist das ganze Bein voll. Aber ja, so viel dazu. Also Handschuhe sollte man schon tragen. Wenn ich eine Sache rückgängig machen könnte, welche es dann wäre, dann würde ich rückgängig machen, dass ich so lange gewartet habe, damit mich selbstständig zu machen. Das würde ich rückgängig machen. Und ich würde natürlich früher viel mehr Bitcoin kaufen. Das ist ja klar. Das würden, glaube ich, alle. Nein, aber Spaß beiseite. Ich würde mich früher selbstständig machen, weil mir das einfach liegt und weil ich mich so einfach verwirklichen konnte. Und in dem Studio, wo ich damals gearbeitet habe, waren die Verhältnisse für mich auch nicht so positiv. Deswegen hätte ich das dann früher beendet. Trotzdem bin ich dankbar für all die Zeit. Für die Zeit, die ich da hatte und für alles, was ich da lernen konnte. Mit all meinen alten Weggefährten. Trotzdem hätte ich das dann einfach, hätte ich früher mein eigenes Ding gemacht, weil das für mich einfach besser ist und ich bin so glücklich da. Ich würde das auf keinen Fall jedem empfehlen, weil es ist ein erheblicher Mehrstress und es gibt keinen Feierabend und keine Wochenenden. Und das ist sehr schädlich auch für die Familie und für die Freunde und für soziale Kontakte. Und es ist auch mental schon belastend. Also nicht umsonst haben Unternehmer und Selbstständige die höchste Gefahr, das höchste Risiko an mentalen Krankheiten zu erleiden oder Psychosen zu bekommen und auch die höchste Selbstmordrate und so. Gut, das klingt jetzt ein bisschen hart, also Gott sei Dank bin ich weit davon entfernt und habe damit gar nichts am Hut, aber das ist natürlich schon so, dass jemand, der jetzt vielleicht ein bisschen weicher gestrickt ist oder nicht so widerstandsfähig ist, dass der da schon auf jeden Fall in einen Strudel geraten kann von Stress und Problemen und Verantwortung, die ihn übermannen können. Plus, es ist auch so, dass es super, super angenehm ist, einfach nur morgens in ein Tattoo-Studio zu kommen, wann man möchte, einfach zu tätowieren und einfach wieder zu gehen, wann man möchte. Und man muss nichts aufräumen, man muss keine Werbung machen, man muss nicht die Miete bezahlen und irgendwie sich Marketingaktionen überlegen für den Laden oder irgendwelche mehreren Buchhaltungen, sondern einfach nur sich selber und die eigene Kunst zu machen. Vor allem, wenn man noch jemanden hat, der ihm vielleicht Termine dann gibt und Werbung für einen macht, wie zum Beispiel ein Shopmanager. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm und sehr wenig Stress dann. Also ihr seht schon, es ist eine sehr persönliche Frage, es ist eine Charaktersache. Wie ich eben schon gesagt habe, habe ich mich auch selbstständig gemacht, weil für mich die Gegebenheiten in den alten Arbeitsplätzen, wo ich war, haben für mich nicht gepasst. Aber wenn ich natürlich vielleicht als junger Mann in einem Laden gearbeitet hätte, wo alles drumherum passt und das Team ist super und es wird sich gut um mich gekümmert und ich habe keinen Stress und ich kriege einen Laden zur Verfügung gestellt mit einem guten Ruf und guter Werbung und einem guten Team, wo ich gut arbeiten kann, was mich unterstützt, dann sehe ich ja gar keinen Sinn darin, mich selbstständig zu machen, dann sehe ich gar keinen Grund darin. Wenn man natürlich aber irgendwo unzufrieden ist, dann muss man es machen. Aber man muss sich bewusst sein, es ist viel mehr Stress und man muss dafür sehr viel Selbstdisziplin haben, weil man muss sich ja selber in den Arsch treten und Chef und Angestellter in einer Person sein. Und sich selber dazu motivieren, morgens aufzustehen und auch mal am Wochenende zu arbeiten und die Buchhaltung zu machen und so weiter und so fort. Das ist also eine sehr persönliche Frage und da sollte jeder in sich gehen und sich wirklich damit auseinandersetzen, ist es so schlimm, Angestellter zu sein, nur weil es jetzt gerade angesagt ist, sich selbstständig zu machen heutzutage in unserer Generation, weil jetzt irgendwie alle Unternehmer werden wollen, oder habe ich vielleicht auch ein tolles Angestelltenverhältnis und viele, viele Vorteile davon, wie bezahlte Urlaube und Weihnachtsgeld und so weiter und echten Feierabend, also ein echtes Privatleben, was ich kaum habe, was die meisten Unternehmer kaum haben. Das muss jeder für sich abwägen. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und auch nicht immer alles so rosig, wie es scheint. Tattoo-Designs. Wie sehe ich die Zukunft von Tattoo-Designs?
für mich persönlich, ich möchte meine Tattoo-Designs natürlich aufs nächste Level bringen und habe noch ganz, ganz viel zu lernen. Und da gibt es auch viele, die das viel besser machen als ich, die auch vielleicht einen Grafikdesign-Hintergrund noch mehr ausgeprägt haben als ich. Da möchte ich mich natürlich weiterentwickeln. Also, wie mache ich das? Ich suche Material in allen Suchmaschinen, die es im Internet gibt. Auch bei so Stock-Fotoseiten und so. Und bastel mir daraus Motive und Konzepte. Ich möchte auch gerne es noch besser schaffen, dass ich ganze Arme und ganze Beine, die ich tätowiere, noch mehr verbinde, dass sie noch interessanter miteinander spielen, die Bilder, und noch besser der menschlichen Anatomie schmeicheln. Das möchte ich schaffen, und natürlich ein ganz großer Hilfsbaustein dafür ist künstliche Intelligenz, selbstverständlich. Da gibt es diesen Bot von Midjourney, da kommt man über Discord rein, diese Community, was glaube ich viele Gamer benutzen und so. Und da kann man halt eben dieser künstlichen Intelligenz, die malt, das ist eine künstliche Intelligenz, die malt, der kann man eben also Prompts geben, Befehle, und dann erstellt sie Bilder für einen. Und ich habe mich natürlich da angemeldet und bin dabei, so ein bisschen damit zu arbeiten und damit zu experimentieren. Ich bin noch nicht besonders gut darin, aber wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ich glaube, dass das schon den Tattoo-Design-Prozess schon revolutionieren wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Leute, auf jeden Fall abchecken mit Midjourney auf Discord. Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Gerne wieder so eine entspannte Q&A-Folge. Abonniert bitte den Kanal und teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Und gerne könnt ihr uns auch Anregungen in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Macht's gut, Leute. Pride Tattoos 2024.